Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neuer Mock kommt dazu und ich drop ein Review. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und heute habe ich euch einen Mock mitgebracht. Eigentlich müsste man sagen, eine Mock. Denn Mock steht ja für My Own Creation, also die Creation oder die Kreation. Aber kein Mensch sagt die Mock. Also das wäre tatsächlich politisch korrekt. Wir sagen immer der Mock. Es gibt auch Leute, die sagen das Mock. Wir sagen der Mock. Also heute kommt ein Mock dazu. Hätten wir das schon mal geklärt. Eigentlich wollte ich was anderes vorstellen. Aber dann ist mir dieses schöne Schild mehr oder weniger in die Hände gefallen. Das ist nämlich ein selber gebautes Schild. So, also hinten eine sehr, sehr große Grundplatte dran. Und dann ganz, ganz viele Bricks gesetzt. Und ich zeige euch das mal. Sieht man das? Also da, so kann man sich selbst ein Lego-Schild nachbauen. Und wie gesagt, eigentlich wollte ich was anderes vorstellen. Aber ich habe das gesehen, weil es war lange Zeit bei mir im Hintergrund hier aufgestellt. Und jetzt ist es sozusagen außerhalb eures Sichtbereichs und mein Blick fällt immer wieder drauf. Und jetzt ist gerade vorhin der Blick draufgefallen. Ich dachte mir, ich glaube, viele von euch haben noch keine kostenlose Bauanleitung zu diesem Ding. Und die kostenlose Bauanleitung kriegt ihr jetzt direkt von uns geliefert. Unten in der Beschreibung ist nämlich der Blogbeitrag verlinkt, den ich vor, ja, es sind glaube ich mittlerweile schon mehr als 2 Jahre geschrieben habe. Da habe ich nämlich mich damals hingesetzt. Und nach einem Vorbild von einer bestimmten Instagrammerin, da habe ich nämlich dieses Motiv entdeckt, das selber nachgebaut. Und keine Angst, ich habe der das nicht geklaut. Ich habe ihr dann auch den Beitrag geschickt und so weiter. Die weiß also Bescheid. Und ich habe das gebaut, weil ich ganz viele Steine übrig hatte. So, also ganz viele rote, weiße, schwarze und gelbe Steine. Das sind wirklich Standard-Bricks. Hab das nachgebaut und Andi hat gesagt, lass uns dazu eine Anleitung machen und die kostenlos unter den Leuten verteilen. Und wie gesagt, der Beitrag ist vor mehr als 2 Jahren online gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Und mittlerweile wurde diese Anleitung tatsächlich über 4000 Mal runtergeladen. Und es gab auch die ein oder andere Lego-Seite, die darüber berichtet hat, zum Beispiel Promobricks. Viele Grüße an der Stelle. Und die haben das auch nochmal verlinkt. Das hat dem Ganzen vielleicht auch noch einen gewissen Push gegeben. Und um jetzt den Bogen zu spannen, ich glaube, dass viele von euch noch nicht in unserem Blog waren oder zumindest noch nicht auf dieser Seite, denn die ist ein bisschen weiter hinten. Ist ja ganz klar, ist ja schon ein bisschen älter. Und wir möchten euch trotzdem einfach an der Stelle mal was schenken, ja, weil ihr uns auch so viel schenkt. Also ihr wisst ja, es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Wir haben ja hier einfach eine gute Zeit zusammen und das soll auch so bleiben. Und das ist auch total schön. Aber ihr wisst ja, wie es ist, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und heute kriegt ihr von uns die kostenlose Bauanleitung. Wie gesagt, ist direkt unten in dem verlinkten Blogbeitrag zu finden. Die Bauanleitung haben wir nicht auf Rebrickable hochgeladen. Die gibt es tatsächlich nur exklusiv bei uns im Blog. Unsere Rebrickable-Seite ist übrigens auch ein toller Anlaufpunkt, wenn es um kostenlose Anleitungen geht. Da gibt es zwar auch ein paar Anleitungen, die immer 1-2 Euro kosten, aber da gibt es auch kostenlose Bauanleitungen, auch teilweise zu B- oder C-Modellen, also aka Alternativmodelle. Und da könnt ihr euch auch gut versorgen. Rebrickable-Seite von uns ist übrigens auch unten verlinkt. Und jetzt erzähle ich noch eine ganz kurze Geschichte, warum mich das so flasht. Ich weiß noch ganz genau, dass in den 90er Jahren an ganz vielen Spielzeugläden außen solche Schilder hingen, die beleuchtet waren. Und ich weiß auch, dass das für mich, wenn ich sowas sehe, so ein totaler Flashback ist. Also ich liebe das. Ich habe allerdings noch kein so ein beleuchtetes Schild gefunden, was für mich erschwinglich war oder was nicht beschädigt war. Es wird ja auch viel angeboten, was kaputt ist. Die sind also relativ selten und wenn die in einem guten Zustand sind, dann kosten die ein bisschen was. Und deswegen habe ich damals vor etwa 2 Jahren diese Idee so gefeiert, als ich das bei Instagram bei dieser, ich glaube, das war Heather's Bricks oder Heather's Brick oder so. Die Infos findet ihr alle in dem Blogbeitrag. Und da seht ihr auch, wie ich das angefangen habe zu bauen, so Step-by-Step-Bilder. Auf alle Fälle eine Muße, ja, in einer ruhigen Minute auf alle Fälle mal draufklicken.
Und da war ich sofort geflasht, als ich das bei dir gesehen habe, weil sofort dachte ich mir, ey, cool, ich habe doch noch ewig viele Bricks irgendwo rumkullern, die stecke ich einfach mal zusammen und baue mir so ein Logo. Und es sieht wirklich total cool aus. Man kann das nicht nur hinstellen, sondern man kann es auch hinhängen. Das zeige ich euch gleich, wie man das macht. Eine Sache noch zu den Steinen. Ich habe hier tatsächlich auch ältere Steine verbaut. Also das sind locker auch 70er-Jahre-Steine dabei, die teilweise auch schon so ein bisschen dunkler sind. Im Studiolicht sieht das sehr homogen aus. Wenn das aber ein bisschen gedämpfteres Licht ist oder so Tageslicht, dann ist das so richtig schön mit einer stylischen Textur überzogen. Das heißt, es sieht so richtig schön, ich möchte fast sagen, aus, als hätte es eine Patina. Also so ein schöner Vintage-Look. Und das Coole ist, es ist ja, wenn man das jetzt mal näher beschreiben möchte, eigentlich ja kein Retro-Set, also kein Vintage-Set in dem Sinne, so rum. Denn es ist ja neu gebaut, auch die graue Grundplatte, die da hinten dran ist, das ist so eine große. Die müsstet ihr euch übrigens noch zulegen, aber viele von euch haben die ja vielleicht auch. Die ist neu. Also im Prinzip würde es dafür sprechen, dass es ein Retro-Set ist. Und dass es ein Retro-Set ist, spricht auch dafür, dass ich sozusagen dieses Motiv von diesem Lego-Schild, was ich vor Spielzeugläden gesehen habe, auch in der Vergangenheit verorte. Also so in den späten 80er Jahren, also 89, ich bin ja Ostkind, bei uns gab es ja keine Lego-Läden, aber dann so ab 89, dann Anfang der 90er, gab es das schon hier und da mal. Das heißt, es ist schon eine Art Retro-Set, aber lustigerweise mit Vintage-Bricks, ja? Da spannt sich der Bogen. Weil wie gesagt, hier sind einige dabei, die ein bisschen dunkler aussehen. Hier sind auch einige dabei, die gerade im weißen Bereich ein bisschen vergilbt sind. Das macht überhaupt nichts. Das ist sogar gerade richtig cool. Und eine Sache, die beim Design noch ganz cool ist, man könnte natürlich auch jetzt richtig krass sein und könnte sagen, ich tausche zum Beispiel das Rot mal gegen ein Blau oder ein Grün und die gelbe Outline mache ich auch in einer anderen Farbe. Und dann würde das bestimmt auch total schrill aussehen, ja? So wie durch eine bunte Brille. Ja? Genau, eine Sache bin ich euch noch schuldig und zwar die Aufhängung. Im Blogbeitrag, sofern der jetzt nicht schon verändert ist, also ich habe mir vorgenommen, da diese Aufhängung, die ich gebaut habe, noch zu erklären. Das war nämlich in der ursprünglichen Version nicht drin. Da konnte man das Schild nur hinstellen, aber diese Aufhängung ist total einfach gebaut. Man nimmt einfach so ein bisschen Angelsehne, baut sich so zwei, drei Schlaufen in der Größe, nimmt die oberen Steine ab, legt diese Schlaufen hier auf die Noppen, also natürlich liegend, und steckt die Steine oben wieder drauf. Und das führt dazu, dass, ich zeige euch mal, ich hoffe, die Kamera nimmt das auch. Hier oben seht ihr doch so ein paar, ich halte das mal so ein bisschen vor meinen, oder vor den dunklen Hintergrund hier, Moment, so. Da sieht man so diese Angelsehne, diese Schlaufen. Dieser baut da Schlaufen, knotet die Schlaufen, also so O-förmig, legt zwei oder drei übereinander, nehmt die Steine ab, legt die unten auf die Noppen, steckt die Steine wieder dran und ihr könnt das tatsächlich easy peasy irgendwo hinhängen. Und dann sieht man oben noch nicht mal die Schlaufe. Ich hatte nämlich tatsächlich erst überlegt, ob ich in die Grundplatte hinten ein Loch reinbohre, ja. An einer Stelle, weil oben ja Bricks drüber sind und die haben ja auch Hohlräume. Dann könnte man das im Prinzip auch an Nagel hängen. Aber ich finde es so eigentlich viel, viel cooler, weil so zerstört man die Grundplatte nicht. Und dann kann man sich das total cool hinhängen. Und das ist wirklich ein Hingucker. Also das ist wirklich richtig cool. Und ja, es ist vielleicht nur was für Fanboys oder Fangirls. Aber ganz ehrlich, Style ist Style, ja. Beziehungsweise. Ich bin ja auch, man könnte mich auch als Fanboy bezeichnen, allerdings wahrscheinlich eher Vintage-Fanboy, weil ich mir relativ selten neue Sets kaufe. Ja, also bis auf hier, Review, sei euch übrigens empfohlen. Na? Und Andy hat eine Review gemacht zu dem Galaxy Explorer. Zwei nagelneue Sets, wenn man es so will, aber eben auch mit retrospektiven Motiven. Ja? Also klassisches Retro-Lego. Ja, und ich würde sagen, ihr klickt jetzt einfach mal auf den Blogbeitrag. Holt euch die Anleitung, ladet die runter und guckt mal, was ihr da an Steinen habt. Und vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, wie man das ein bisschen abwandeln kann oder baut es tatsächlich mit bunten Steinen. Vielleicht auch hier irgendwie so ein bisschen, habt coole Ideen. Und dann schickt uns gerne Bilder, weil die können wir, wenn sie richtig cool sind, also die müssen natürlich richtig cool sein, dann bauen wir die auch in den Blogbeitrag ein, so als Beispielbilder. Also schickt uns das gerne übers Kontaktformular.
schweres Wort, Kontaktformular unseres Blogs. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ich werde nämlich noch das Set reviewen jetzt gleich im Anschluss, was ich eigentlich reviewen wollte. Ich verrate euch natürlich noch nicht, was es ist. Also ihr werdet es in den nächsten Tagen dann natürlich schon sehen. Und dann wünsche ich euch eine coole Zeit mit der Anleitung, mit diesem selbstgebauten, coolen Lego-Logo. Und nebenbei könnt ihr ja noch das ein oder andere Video von uns schauen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder, liebe Freunde und Freundinnen. In diesem Sinne, bye bye.